Ja, ich melde mich wieder mal von Leipzig und dass ich eine Straßenbahn-Typ Tottner aus Prag. Jetzt sagt ihr, ja, das ist da was hier, was verändert, was nicht kann gehört. Ja, das ist klar, hier ist eigentlich das nicht kann, aber jetzt mal egal. Hier ist neu. Ist bei der anderen Partnerwagen, die ich noch habe. Glaube noch 9,7 habe ich noch davon. Ist da kein Nitroflurdal kann. Jetzt sagt ihr vielleicht ja von wem? Ja, hat der Steffen mir kann gemacht aus Vossenwalde. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe ihn damals Anfang des Jahres ein Bild dazu gelegt und Beschreibung. Und er hat mir das halb ja umgebaut. Und jetzt soll ich nochmal so eine ähnliche Tatnerwagen bauen. Oder ich zeige euch mal die anderen. Die kann man sagen, eine normale Tür haben wie die hier bei Weise. Genau. Und Steffen hat mir dann nochmal alles dazu gelegt, was noch kann war. Einmal die Kupplung, die wieder kann gemacht werden muss. Das mache ich aber selbst, ist nicht das Problem. Genau, da zeige ich euch mal die anderen Wagen. Ja, das sind die anderen Wagen, die ich habe. Da sieht man gleich, da ist die Tür ganz normal. Vorne habe ich das gerade gemacht. Da sind die anderen Tattenwagen, so wie bei dem mit der Kupplung hin kann. Muss ich wieder rein tun hier. So, und dann hier unten sind auch nochmal zwei Tattenwagen. Sind aktuell zusammengekuppelt. Der Niederflurbeiwagen kann dann auch hier kann gekuppelt werden. Ihr könnt euch mal bei Google umschauen unter LVB Tattnerwagen mit Beiwagen. Das ist halt, ja, ich habe mir das abgeschaut von Leipziger Verkehrsbetriebe. Sind auch noch mal ein paar Wagen hier. Die Kupplung habe ich von den Straßenbahn her mir genommen, die habe ich schon ausgebaut und abgestellt. Und wir haben dann solche Kupplungen hier keine gehabt. Und die habe ich mir dann hier unten dran geklebt. Und das hält eigentlich, wie man hier sieht, kann man gut lenken. Genau. Und das hier an der Seite, so wie bei hier, kann man dann mit einem etwas draufschreiben, was abwischbar wäre. Ja, die Wagen sind unneu. Die habe ich mir unneu gekauft. Die muss ich leider mit Klebeband mit umwickeln, weil sonst springen die Kupplungen immer raus, weil die werden nur so, kann ich euch mal einmal zeigen, nur so eingehängt am Ende. Und wenn der Boden halb nicht gerade ist, ja, springt der Wagen raus. Einer kam 15 Euro und ja, davon habe ich letztes paar mir geholt. Kann man hier den Bügel so machen, wie man das möchte. Und hochklappen. So, genau. Ob das letzte Straßenbahn-Szene Vorbild, kann ich euch nicht sagen. Ich habe das mal in Ausland mal gesehen, solche Bahnen, die da rumfahren, ohne Beiwagen. Ob das die sind, kann ich nicht sagen. Auf einer Seite geht dann auch die Türen auf. Die Seite nicht, das war die andere Seite gewesen. Da gehen dann die Türen dann automatisch mit auf. Genau. Ja, das sind die Bahnen, die ich schon bei TikTok gezeigt habe. Ja, nochmal zu der Bahn zurückgekommen. Wie ich gerade gesagt habe, hat Steffen mir gemacht. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, weil ich kann das eigentlich nicht. Bei mir würde das nicht mehr so gut aussehen. Das ist nur eine einzige Bahn, die umgebaut ist. Die anderen bleiben so. Und es war mal so ein einziges Stück gewesen. Der wird auf alle Fälle dann später im Museum dann eintreten. Weil den hebe ich mir auf alle Fälle auf, das ist klar. Und wenn ihr sagt, wo fahren die eigentlich rum mit Niederfluranteil? Die fahren einmal in Kärcher, einmal in Prag rum. Prager Verkehrsbetriebe haben in der Mitte so einen Einstieg. Und das
gar nicht euch jetzt mal zeigen. Ja, das ist so eine Tatnerbahn in Prag. Steht es unten da. Und ja, wie man hier guckt, hat man das ja abgeschaut. Und Steffen hat mir das dann ja gebaut. Und das sind die Bahnen von Stadt Prag. Wir haben noch sehr viele im Einsatz. Ja, ich habe noch mal einen Karton nochmal gefunden von der Schaserbahn, wo ich euch gerade gezeigt habe. Nehmen wir noch mal die Kupplung. Da war eine Kränne gewesen. Jetzt sehen wir nochmal die Rückseite hier. So sehen die aus, dann gibt es noch unterschiedliche Farben. Aber ich bin halt immer so, ich hole mir immer nur eine Farbe, einheitlich. Das kennt ihr selbst von der, wo er wohnt, von Erfurt oder von Halle oder sonst wo. Da haben die meisten Bahnen die eigene Stadtfarben. Und ich habe Globulets Rot, genau, ich habe Rot hier, wie man hier sieht. Und da gibt es noch Busse davon und ja, kam halb eine 15 Euro. Genau. Und dann legen die da dran. Aber leer, das ist klar. Ja Leute, wenn ihr noch mehr sehen möchten von meinem Kanal, einfach abonnieren, auf die Glocke drücken. Und dann kann man von meinem Kanal noch mehr sehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und dann sage ich mal, bis später von Thomas aus Leipzig.